Hallo, heute bin ich's mal wieder mit etwas Abwechslung. Spider-Man Miles Morales, weil es letztens so viel Spaß gemacht hat. Und ich habe da gerade, hoppala, was gesehen. Schon wieder ein Anzug. Aber der hier ist leider noch gesperrt. Ich sehe zwar nicht, wie er aussieht, aber das Zeichen gefällt mir schon mal. Und es steht dabei, schließe alle Underground-Verstecke, Roxxon, Labore und die geheime Materie-Nebenmission ab, um diesen Anzug freizuschalten. Das heißt, ich arbeite mich jetzt auf diesen Anzug hin. Und das, weil ich schon bei der letzten Hauptquest angelangt bin. Die letzte Hauptquest heißt Wie echte Wissenschaftler und ich möchte noch nicht im Plusspiel sein. Dafür habe ich noch zu wenig Stunden, finde ich. Also so viele Teile haben wir ihn. Hatte ich jetzt noch gar nicht in Spider-Man Miles Morales. Mir fehlen ja auch noch zum Beispiel die ganzen Audio-Samples. Da gibt es nämlich dann auch einen Anzug, aber ich möchte natürlich nicht einen Anzug tragen, der aussieht wie der von meinem Onkel. Sammle alle Audio-Samples und schließe die zurück auf Start-Nebenmission ab. Natürlich sieht der schon, man sieht am Logo mit, ist es blau oder lila, auf jeden Fall. Sieht ja schon ähnlich aus wie der von meinem Onkel und mein Onkel ist ja nicht so nett. Der wollte mich letztens einsperren, ja. Also, nein, nein, so einen Onkel möchte ich nicht haben. Deshalb werde ich mich jetzt, na, wo haben wir denn? Oder wir könnten uns auch einen holen im Plusspiel und beenden das Spiel einfach. Wäre auch eine Möglichkeit. Ich denke, die ganzen Underground-Verstecke und Roxxon-Labore, weil ich ja letztens schon dabei war und gesehen habe, ich habe noch einige offen. Mal schauen. Wichtig ist die Kiste, die Underground-Kiste. Genau. Die Bonusziele sind nicht so wichtig. Die geben nur extra Aktivitätsmarken. Manchmal sind sie gar nicht so schlecht. Zum Beispiel, wenn man eine Trophäe machen möchte. Da sind die Underground-Verstecke gar nicht so schlecht. Und nehmen wir gleich das hier. Nein, da unten. Also ich habe noch zwei. Na dann beeilen wir uns, hopp hopp. Schauen wir, dass wir dorthin kommen. Aber nicht wieder zur Hauptquest. Jetzt habe ich einen Hakel da, okay. 1370 Meter. Ich sage in der Nähe. Naja, ist nicht so schlimm. Springen wir durch die Luft hin, Vogel. So. Nein, ich muss einmal die L2-Taste drücken. Das geht gerade nicht. Ich hatte nämlich keine Hand frei. So, los geht's. Ich musste mein Spirit da streichen nebenbei. Ein Waffendeal mitten in der Öffentlichkeit? Ganz schön dreist. Aber der schläft eh schon. Nur der ist ein Fußfetisch schießt. Der schläft dann immer auf einen meiner Füße ein. Und dann muss ich meinen Fuß wieder befreien. Ja. Deswegen hatte ich jetzt kurz keine Hand frei. So. Ich springe gerade irgendwie, weil ich etwas abgelenkt bin, aber ich bin gleich da. Ja, 400 Meter.
Und jetzt machen wir XX. Cool. Ich finde das cool, hier einen Vogel zu springen. Und? Da haben wir es auch schon. Ah, ich bin, glaube ich, richtig. Hey, Danica, ich bin im Underground-Versteck auf der Upper East Side. Sag jetzt nicht, ich bin da jetzt wieder reingesprungen. Ich dolo. Ich dachte, das wäre ein Underground-Versteck. Nein. Nicht unterirdisch, sondern... Ja, egal. Bin ich schon... Machen wir mal etwas, bevor wir hier sterben. So, hey, ich sollte mich auch etwas heilen ab und zu. Und jetzt machen wir es aber richtig. Wir schalten zuerst die aus mit dem Laser. Ui, jetzt sind sie alle natürlich in der Alarmbereitschaft. Ich sollte etwas höher. Ich habe schon was gefunden. Ich stürze mich natürlich wieder voll rein. Schauen wir mal. Da drüben, der ist ganz alleine. Na klar, dass da jetzt ein zweiter dazugekommen ist, aber das macht nichts. Genau dafür habe ich trainiert. Jetzt sag nicht, du hast mich gesehen. Das sind jetzt auf einmal fünf. Die springen herum wie... Ja, springt ruhig weg. Ist das sicher? Was muss ich denn eigentlich machen? Mit einem Venom-Schmetter. Zehn Gegner. Wo sind die anderen jetzt? Klar, dass sie sich jetzt verstecken. Aber ich kann das auch. Ich bin nicht unsichtbar. Und schauen wir, wo sind die mit den Laserwaffen. Dort sind viele drüben. Sieh mal jemand nach ihm. Ich geh nach sehen. Da ist keiner. Ah, jetzt springen sie da weg. Das ist natürlich gut. Mit den Hunden so. Und? Wo bist du? Der andere. Geht weg mit euren Minen. Ich hab auch was für euch. Ich brauche etwas für meine Venom-Leiste. Komm schon. Ich muss im letzten Moment ausweichen. Ups, das war etwas zu. Jetzt könnte ich machen. Warte. Warte. Ja, 5 und 10. Und das zweite mit einer Fernzündung. Zündermine. Okay, da muss ich mich unsichtbar machen. Weil der Venom-Schmetter ist ja schnell erledigt. Bis Tinkerer auf den Platrat. Ja, und da war Tombstone bereits im Knast. Also konnten sie hier problemlos einmarschieren. Den nehmen wir gleich mit. Und jetzt wieder hoch, schnell. Bevor sie wieder runterkommen. So. Mit einer Fernzündermine. Die könnten wir ja überall platzieren. Hier wäre zum Beispiel ein guter Ort. Du bist so still. Alles in Ordnung? Da stimmt was nicht. Sieh mal jemand nach Milo. Da. Das wollte ich nicht. Das hat hiermit jetzt nichts zu tun. Aber hast du einen Tonmann? Eine Intro-Musik machen? Ach, ich war mal sehr kurz mit jemandem zusammen. Der hat mir den Einspieler geschrieben, bevor wir uns getrennt haben. Oh, wenn du mal jemanden brauchst, der Bier. Kommt schon. Ich habe eine Mine gelegt. Das wäre fantastisch. Ich
Aber nur einer. Kommt da noch ein zweiter? Nichts. Wenigstens einen. Hoppla. Jetzt haben sie mich natürlich wieder bemerkt. Ich hoffe, der hat gezählt. Ich habe jetzt gar nicht geschaut. Ja. So, die erste Bonusaufgabe haben wir gleich, wenn ich nicht stehe. Das Bein irgendwie. Wir spielen uns halt etwas. Ah, wir hätten ja die mit den Laserwaffen, die mich da gerade anvisieren, zuerst aus dem Weg räumen sollen. Aber da kann ich jetzt nicht mehr hin. Kommt! Ich bin nirgends, ich bin schon wieder weg. Ja, sowas. Die nächsten, die sich mit mir anlegen wollen. Und schon wieder, deswegen räumt man auch die mit den Laserwaffen zuerst aus dem Weg und springt nicht so wie ich gleich ins Vergnügen. Ui, das war nicht gut. Da oben sind sie. Der hat mich gesehen! Schnell weg, schnell weg, schnell weg, schnell weg! Weg! Weg, 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 weg! Heil, heil, heil! Heil, 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 heil! Alles mit der Ruhe! Und weg, 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 weg! Genau, heilen wieder! Jetzt brauchen wir halt alles für die Heilung. Das mache ich nicht. Also irgendwie. So, jetzt bin ich wieder unsichtbar. Sollen sie mal machen, was sie wollen? Ich verschwinde. Und wie viele Minen haben wir denn noch? Keine. Das heißt, da habt ihr mal was, mit dem spielen könnt. Bist du sicher? Na, Gefahr. Der andere hat sich nie versteckt, der konnte sich auch nicht unsichtbar machen. Na sowas. Der andere Spider-Man war viel größer. Ja? Ich bin der kleine Spider-Man. Ich bin viel kleiner. Oh mein Gott, das höre ich jedes Mal. Ich bin so klein. Ja. Und ich verstecke mich. Ja, ey, der war sicher da unten. Bist meiner. Wie konntest du mich sehen? So viel Leben habe ich die ganze Zeit nicht. Kann mal jemand nach ihr sehen? So. Bin unterwegs. Besiege 5 Gegner mit Fernzünderminen. Das heißt, ich muss die Forschung schwächen, weil ich habe sie ja. Ich habe schon 2 Minen gelegt. Und da ist immer einer hineingelaufen. Ja. Aber ich habe sie nicht durchgetötet. Das heißt, ich muss sie doch besiegen. Naja, was soll's. Eine Bonusaufgabe reicht mir schon. Ich möchte den Anzug und ich möchte das jetzt schnell hinter mir bringen. Und ich habe noch ein Underground-Versteck. Deshalb werden wir uns da jetzt etwas beeilen, glaube ich. Ich spring darüber. Da ist einer.
sind eh nicht mehr viele. Da hüpft schon, die hüpfen irgendwie rum. So. Schnell hoch. Niemand hat mich gesehen. Zwei noch mit einem Venom-Schmetter. Da brauche ich nur etwas Venom-Kraft, wenn ich sie gerade nicht für die Heilung brauche. Ups. Da ist... Hey, die springt dich weg. Sowas. Hallo? Geh mal jemand darüber. Ich schau mich um. Gefahr. Der ist sicher. Nein, nicht! Du sollst den holen. Genau, so. Du hältst uns nicht auf! Ich brauche etwas Leben, also kommt her. Dann. Ich kann euch mit euren eigenen Minen eigentlich in die Luft jagen. Das geht auch. Ja, jetzt kann ich mich endlich wieder heilen, richtig so. Nein, das ist gar nicht so aussichtslos. Ich heile mich nur mal. Finisher. Und nochmal. Einmal noch, komm. Hoppala, ich Dodo spring nicht raus. Aber jetzt. Was habt ihr davon? Ja, mit dem fange ich alles wieder an. Da hätten wir jetzt einen Finisher und eine Mine gehabt. Naja, da war nicht so schlimm. Ich mache mich mal unsichtbar. Und schauen wir uns mal an. Ja, das erste Bonusziel ist erledigt. Das heißt, ich kann jetzt einfach mir die irgendwie holen. Also ich springe einfach wieder rein und schaue, dass ich überlebe. Da war doch was. Ich hab ihn nicht. Ups. Dank mich. Krank mir, komm. Macht doch viel mehr Spaß. Ah, das ist eine Mine. Die L1, R1. Sind schon wieder zu langsam gewesen. Die Laserwaffen gehen mir auf die Nerven, wisst ihr das? Und dann gleich zwei davon. Ich musste etwas weg. Ja, ich hol mir mal die zwei mit den Laserwaffen da. Die sind da oben. Wo waren die? Hab sie ja gerade noch gesehen. Ich habe eine Mine wieder. Das könnte ich wieder ausprobieren. Letzte Warnung, verschwinde! Wo platziere ich die? Am besten hier drüben. Hier am besten. Put, put, put. Kommt. Und jetzt muss ich rein, oder wie? Und die töten? Hinter dir. Zu spät.
wirst eingespinnt. Ich bin gemein. So. Nächste. Da oben. Da sind ja auch noch ein paar. Komm, werft mal eine Mine. Das Problem ist halt, dass mich dann die mit den Laserwaffen treffen, wenn ich sie werfen will, die Mine. Na kommt schon, macht eine Mine. Bin ich schon. Da ist eine Mine, komm schon. Habe ich sie jetzt erwischt? Nein. Aber ich habe... Die sind doch umgefallen. Durch die Mine. Naja, egal. Schnell, hol die Mine. Naja. Die sind immer so jetzt wäre ich böse. Dauert mir das schon zu lange. Ah, ja. Wo ist der nächste? Kommt runter. Macht so mehr Spaß. Genau. Der traut sich wenigstens. Da ist die Mine. Ich möchte sie haben. Ich sollte mich auch etwas mal heilen ab und zu. So nebenbei. So. Jetzt hole ich mir dich. Warte nur. Ach, ist süß. Man muss nur etwas Geduld haben. Ich komme schon zu euch, warte. Das dauert mir sonst zu lang. Leute, Spider-Man ist hier! Ja, hinter euch. Jetzt habt ihr mich doch gesehen. Und dann springt ihr alle noch weg. Na sowas. Ah, da oben sind auch noch welche. Ja, das ist was. Und ich zu euch auch noch. Ja, muss ich. Was mit den anderen? Die alle jetzt hin. Okay, die sind alle erledigt. Nur da drüben. Ja. Ich habe keine Minen. Naja. Ich habe dorthin gezielt. Oh, wurscht. Genau. Ich komme gleich. Ich schaue mir nur an, wie die Holodrohnen euch vernichten. Hoppala. Das wollte ich nicht. Oder wie ihr mich vernichtet. Wenn ich da stehe und zuschaue. Ah, ihr habt mich wieder im Visier. Ihr seid echt. So, aber jetzt. Komme ich ganz nach oben. Es ist natürlich keiner mehr da. Da drüben stehen sie alle. Ich habe nur meine Netze und spinne ich sie ein. Nein, ich habe die Schwerkraftquelle.
Die ist jetzt auch neu. Ja, ich habe sie noch nicht so lange. Aber ich habe fast kein Leben mehr. Ich sollte etwas aufpassen. Wenn sie mich einmal treffen, war das jetzt alles umsonst. Das wäre ja nicht der Sinn der Sache. Gefahr. Ist da keiner sicher? Oh ja, sicher. Ich sage, das können immer viele sein. Da oben ist einer hingesprungen, oder? Bei uns geht gerade ein Sturm, also wenn ihr das so im Hintergrund hört, denkt euch nichts. Sind das die letzten da? Ich spring mal hin. Aber ich musste die Fenster aufmachen, es ist so angenehm. Und ich glaube einer noch, dann haben wir es. Das ging ja eh echt schnell. Und dann ist noch ein letztes Labor offen. Ja, wo bist du denn jetzt hin? Bin ich blind? Sie springen immer so gerne herum. Jetzt mache ich mich unsichtbar. Damit du mich nicht überrascht von hinten oder so. Das wäre nicht so schön. Ah, da unten. Geschafft, ja, aber ich muss die Underground-Kiste finden. Das cool. Ist natürlich jetzt, aus dem Nichts die Trophäe halten. Die muss ich mir mal kurz anschauen, die Trophäe. Ich habe die Trophäe halten aus dem Nichts. Schließe eine Gegnerbasis ab, ohne entdeckt zu werden. Ich wurde nicht entdeckt. Jetzt bin ich aber irgendwie verwirrt. Ich bin da ja voll reingesprungen. Und habe jetzt die Trophäe erhalten. Interessant. Sehr interessant. Vielleicht war es auch eine andere. Das kann ich mir nicht vorstellen. Und ich habe es jetzt erst bekommen. Weil ich habe noch ein Roxen-Labor. Finde den Sender und schalte ihn aus. Das möchte ich, aber vorher wäre es noch wichtig. Genau. Die Roxen-Kiste. Wo bist du? Ich möchte das Ganze nämlich nicht nochmal machen. Der Störsender. Das sind Trophäen von den Kämpfen gegen Tombstone. Bisschen übertrieben. Sehr schön. Das sieht cool aus. Eins von Tombstones Bikes. Natürlich mit fettem Auspuff. Ja, zumindest nehmen uns gleich mit. Glaub ich, dass das einer ist. Okay. Ich würde es mitnehmen. Wir brauchen die Roxen-Kiste noch, bevor wir das machen. Warte. Da muss es noch irgendwo. Schau mal rauf. Ich sage jetzt nicht, ich muss eventuell doch den vor in Betrieb nehmen, aber nicht, dass das Versteck dann abgeschlossen ist und ich habe die. Jetzt komme ich da nicht mehr durch. Was ist denn jetzt los? Ich kann da nicht mehr durchspringen. Nee, ist es schön, lustig. Egal. Dann bleibt mir eh nichts anderes über. Es sollte sich aber hier befinden, irgendwo. Sollte die Kiste sein. Ja, ich schalte, mir bleibt jetzt eh nichts anderes über. Ich hoffe, das Roxen-Labor ist dann wirklich nicht
zu Ende, weil dann aber das ist ja ein Underground-Versteck. Genau, das ist kein Labor. Ja, machen wir halt mal L1. Haben die Puppen sich bewegt? Das ist das Finn? Das nimmst du uns nicht weg! Nein, das ist nicht Finn. Ups. Sollten wir etwas heilen? So, das kannst du wieder haben. Haben sich die Puppen bewegt? Ich bin nicht da. Na komm schon, jetzt muss es viel kommen. Kommt nicht. Ja, dann muss ich sie so töten. Keine Puppen mehr sehen. Jetzt kann man das Versteck wieder orten. Okay, ich sag der Polizei Bescheid. Warte! Ich verfolge mal die Tombstone. Ich brauch die Underground-Kiste. Ich will das Ganze nicht nochmal machen. Und hier alles mit Flatterband absperrt. Jetzt komme ich wieder da durch. Nein, 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 nicht abgeschlossen. Wo ist die Underground-Kiste? Oh mein Gott. Die muss da irgendwo sein. Ja, da ist sie. Sag nicht, ich muss das nochmal machen. Kiste gesammelt? Haha. Ich finde das nicht lustig. Ich habe nämlich schon mal ein Underground-Versteck nochmals machen müssen. Wegen der Kiste. Jetzt kriege ich wahrscheinlich die Tür nicht mehr auf. Ihr müsst eigentlich nur da mit R2 rauf und dann stürzt die Wand ein. Ah, warte mal. Vielleicht kann ich sie doch noch holen. Ja. Sag jetzt, ist die Dreiecktaste da? Na, hat sich noch ausgezahlt. Ich habe die Underground-Kiste und jetzt sollte, Aktivität verfügbar, da raubt gerade jemand Straßenkriminalität, Einbruch. Naja, das habe ich aber noch gar nicht gemacht. Bonusziele, wirf 4 Gegner mit der Luftschleuder, wirf 3 Gegner mit dem Netzgriff. Jetzt steht Underground-Versteck. Upper East Side, Kiste gesammelt und ein Bonusziel habe ich auch gemacht. Ich weiß trotzdem noch nicht, wie ich die Trophäe jetzt bekommen habe. Aber schön, sie zu haben. Ich beschwere mich nicht. Machen wir das oder machen wir das? Warte mal, jetzt habe ich doch noch 2 offen. Was ist denn das hier? Das ist ein Labor. Da müssen wir wirklich lauern. In einem Labor sind wirklich viele. Wir haben jetzt ein Versteck gemacht. Genau, wir haben jetzt das Underground-Versteck Upper East Side erledigt und die Kiste auch gesammelt. Nächstes Mal geht's dann an die restlichen Roxxon-Labore oder Verstecke. Ich habe noch ein Versteck und ein Labor. Und dann schauen wir uns an, wie wir den Anzug freischalten. Da fehlt noch eine Nebenmission. Ich wünsche euch alles Liebe. Viel Spaß weiterhin. Tschüss.